Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Ich bedanke mich wirklich riesig für euren Support. In den letzten Tagen einfach 4 neue Abonnenten dazu bekommen, beziehungsweise ich glaube, am Donnerstag glaube ich dann auch nochmal ein Abonnent. Aber allein am Samstag hier mal 4 Abonnenten, wirklich vielen Dank. Zurzeit super viele Aufrufe. Das Video von gestern, jetzt schon 69 Aufrufe nach einem Tag. Wenn man mal vergleicht das Video davor, war auch krass, das hatte zu dem Zeitpunkt aber erst 60 Aufrufe und hat mittlerweile schon 81 Aufrufe. Also wirklich vielen Dank. Freut mich wirklich riesig, dass euch auch die Videos gefallen. Und ich würde sagen, wir schauen uns dann jetzt den Itemshop an. Allerdings, wenn ihr zu den 80% gehört, die noch nicht abonniert habt, dann wird es mal Zeit, das zu ändern. Deshalb drückt doch mal auf das kostenlose Abonnement, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr und ihr werdet jeden Morgen, wenn ihr die Glocke aktiviert, auch noch Benachrichtigungen bekommen, wenn meine Videos online kommen. Heute haben wir einmal den Skin von gestern drin, und zwar den Totenschützen. Ist im Prinzip eigentlich ein Halloween-Skin, wurde jetzt allerdings nach Halloween erst released. Die Version finde ich nicht ganz cool, allerdings mit Hut hat das Skin schon Stil hier mit dem ganzen Rauch. So gefällt er mir auf jeden Fall. Dann gibt es dazu die Spektralsense. Für 800 V-Bucks vollkommen in Ordnung auf jeden Fall. Mal etwas ganz anderes, eben halt hier auch wieder mit dem ganzen Rauch und so. Und als letztes gibt es dann noch Welle des Todes als Lackierung. Die Farben hier so ein bisschen wie in diesem Pandora-Stil aus Borderlands 3. Ja, sieht aber eigentlich ganz nice aus, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann als nächstes haben wir den Ruby-Skin wieder drin. Alles schlicht in Rot gehalten, hier ein bisschen Camo-Look noch oben. Im Oberteil, unten eine Adidas-Hose oder angelehnt an eine Adidas-Hose. Ja, sieht eigentlich ganz nice aus. 1200 V-Bucks, auch vollkommen in Ordnung. Dann gibt es noch für 500 V-Bucks den Streifenschlitzer. Ist eigentlich eine ganz nice Spitzhacke. Auch wieder schlicht in Rot gehalten. Gefällt mir persönlich auf jeden Fall sehr gut. Ebenfalls Himmelstreifen für 500 V-Bucks. Also alles relativ günstig eigentlich gehalten. Auf jeden Fall für einen grünen Gleiter mega cool. Auch hier die Aufklappanimation ist eigentlich ganz nice. Ist ja mal weit entfernt von einem Standardgleiter, was mir wirklich super gut gefällt. Generell das Set ist empfehlenswert. Dann als nächstes haben wir den Mobster heute im Shop drin. Ist eigentlich ein ganz witziger Skin, eben halt wieder ein Tierskin. Wer eben halt auch auf Hunde steht, der wird sicherlich den Skin noch deutlich besser finden. Ich habe keine Haustiere, deshalb kann ich mich mit solchen Tieren nicht ganz identifizieren. Wenn man jetzt beispielsweise einen Hund hat, der genau gleich aussieht, dann ist es wahrscheinlich schon ziemlich witzig, damit zu spielen. Ist aber auf jeden Fall eigentlich ganz nice Skin. Als nächstes haben wir einen goldgehaltenen Kauknochen. 500 V-Bucks, auch vollkommen in Ordnung dafür. Und als letztes noch die Wurflackierung, allerdings hier nicht animiert und deshalb auch die Farben sind jetzt nicht ganz so gut. Deshalb eher hätte ich persönlich das eher nicht empfohlen. Dann haben wir die Schattenagentin einmal in Weiß und in der Standvariante. Sieht eigentlich ganz nice aus, der Skin. Auch das Backpack gefällt mir persönlich sehr gut. Kann man sich kaufen. Dann eine Lightshow-Skin. Hier würde ich eher die weibliche Variante empfehlen. Ist ja eigentlich ziemlich genau das gleiche. Ja, persönlich gefällt mir hier der Kopf nicht ganz so mit den rot gefärbten Haaren. Die sind ja auch so ein bisschen ähnlich mit den hier mit den Rosita Skins, also hier diese Muerto Skins. Die leuchten ja auch. Allerdings leuchten die hier glaube ich sogar die ganze Zeit. Allerdings auch im Dunkeln eben als stärker. Ja, ist aber trotzdem in Ordnung, der Skin. Dann als nächstes der tiefe Depp. 200 V-Bucks. Vollkommen in Ordnung. Dann sauberer Groove. Wäre jetzt persönlich nicht mein Lieblings-Emote. Dann
gibt es noch die Holoscan-Lackierung, 300 V-Bucks, also damit eine relativ günstige Lackierung, dafür, dass sie animiert ist. Vollkommen in Ordnung, allerdings ist ja immer die Animation jetzt auch nicht die beste. Ja, trotzdem in Ordnung. Dann als letztes noch magische Schwingen, spiele ich eigentlich relativ selten. Ich weiß nicht, warum ich ihn mir damals gekauft habe, diesen Gleiter. Gibt es ja auch in der, oder konnte man eine kostenlose Variante, glaube ich, irgendwann bekommen, wenn man an einem Event teilgenommen hat. So, der Arcana-Gleiter sieht ja schon relativ ähnlich aus und der Arcana-Gleiter ist dann fast sogar besser. Dafür würde ich auf jeden Fall keine 1200 V-Bucks ausgeben. Ist ein bisschen zu teuer. Das war's jetzt allerdings mit dem Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung auf dem Video da. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao.